Wer einen Pakt mit dem Teufel eingeht, hat vielleicht kurzfristig Vorteile, riskiert aber mittel- und langfristig ein absolutes Desaster. Das haben wir jetzt in den USA gesehen, dieses Desaster. Und das ist wahrscheinlich erst der Anfang eines Desasters. Und wir sehen auf der anderen Seite eigentlich ein Aufwärtsdesaster an den Finanzmärkten, denn die Notenbanken haben gewisserweise auch einen Pakt mit dem Teufel geschlossen. So ein bisschen wie Mephisto in Faust oder Faust mit Mephisto in Goethes Faustwerk. Da sehen wir einen ähnlichen Mechanismus. Und schauen wir uns mal das Grundproblem an, auf das ich immer wieder hingewiesen habe. Die Schulden wachsen viel, viel schneller als die Wirtschaft. Das heißt, man muss dieses Gap, diese Lücke irgendwie schließen. Und das tun die Notenbanken, indem sie etwas getan haben, was man nie hätte tun dürfen. Man hat den Zins abgeschafft. Wenn ich den Zins abschaffe, dann schaffe ich alle Maßstäbe für Bewertung von Risiken ab. Das sehen wir derzeit. Deswegen fallen Junkbond-Renditen immer weiter. Also die Risikoprämien fallen immer weiter. Deswegen sehen wir parabolische Anstiege von Charts, Tesla, Russell 2000 etc. Das gerät außer Kontrolle. Wir sehen eine Art Aufwärtscrash. Und wir haben auch gesehen, was es bedeutet, wenn man versucht, die Zinsen wieder anzuheben, wenn man versucht, die Bilanz Explosion wieder zurückzufahren. Das hat die Fed versucht zu kommunizieren im Dezember 2018, nämlich Jerome Powell, damals die Märkte völlig ausgeflippt. Massiver Abverkauf in eigentlich einer saisonal super guten Zeit vor Weihnachten. Da hat es richtig gerumpelt und dann musste Jerome Powell Anfang Januar sofort wieder zurückrudern und hat gesagt, nein, nein, das mit der Bilanzreduzierung, das mit den Zinsanhebungen, das war doch nur ein Spaß, das habe ich nicht so gemeint. In Europa war es vor allem Mario Draghi, der hier die Büchse der Pandora geöffnet hat. In den USA war es Alan Greenspan, damals in Reaktion schon auf den 1987er Crash an den Aktienmärkten und dann in Reaktion eben auf die Dotcom-Blase. Hier ist gewissermaßen der Pakt mit dem Teufel entstanden und wenn ich, wie gesagt, Zinsen abschaffe, kann ich sie faktisch nicht wieder einführen. Wenn ich Märkte faktisch abschaffe, wie die Anleihenmärkte, Staatsanleihenmärkte, dann kann ich nicht wieder hingehen und sagen, so Markt, jetzt funktionier mal wieder, wie du das vorher gemacht hast. Das heißt, diese Manipulation ist nicht mehr rückgängig zu machen. Die Büchse der Pandora ist geöffnet und du kriegst diesen Geist nicht mehr in die Flasche rein. Und die Frage ist jetzt nur, wie krass wird dieser Exzess und wie krass wird dann vor allem, wenn sich zeigte, dass dieses Experiment ja sowieso zum Scheitern verurteilt ist, wir im Prinzip nur das Ende ein bisschen verlängern und uns weiterhangeln, weiter die Illusion schüren, als könnte alles eben so gehen wie zuletzt. Hier noch vielleicht eben der Satz aus dem Faust, Mephisto bezeichnet sich als ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Ich glaube, bei den Notenbankern ist es genau andersrum. Die wollen das Gute aus ihrer Sicht. Sie sind also diejenigen, die stets das Gute wollen und das Böse schaffen, nämlich eine extreme Ungleichheit, die hier entsteht. Die Risse innerhalb der Gesellschaft werden durch die Aktionen der Notenbanken tendenziell größer, nicht kleiner. Und damit sind sie Teil des Problems und nicht Teil der Lösung. Viele sagen ja, was wäre denn die Alternative gewesen? Nun, lass doch mal die Märkte agieren. Es ist eben so, dass das wehtut. Gar keine Frage. Wir haben immer wieder Situationen in der Finanzgeschichte gesehen, wo wir Schmerzen erleiden mussten. Nur sind wir nicht mehr bereit, Schmerzen zu erleiden, weil wir uns sofort Schmerztabletten reinziehen. Und die Bereinigungen, die dann stattfinden, sind wahrscheinlich die konstruktivsten, besten. Das ist im wahrsten Sinne Evolution, Anpassung an die Dinge. Das, was nicht mehr funktioniert, muss sterben. Jetzt füttern wir das durch, was zum Sterben verurteilt ist. Und damit schaffen wir uns weitere Probleme, weil wir letztendlich die natürlichen Prozesse und die Evolutionsprozesse letztendlich unterbinden. Und schauen wir uns mal an, welches die Konsequenzen sind hier. Die Purchasing Power des US-Dollars von 1913, Gründung der Fed, bis 2019, radikaler Abschwung. Abstieg sozusagen, das fällt dann weniger auf, weil das bei allen Währungen der Fall ist. Also dieser globale Abwertungswettlauf hat ja im Prinzip alle großen Währungsräume erfasst. Das gilt auch für den Euro, gilt für den Yen etc. Und wenn du anfängst zu manipulieren,
Dann kannst du nicht aufhören zu manipulieren. Dann musst du immer weitermachen. Schritt A erfordert Schritt B, sonst macht Schritt A keinen Sinn mehr. Wenn die Büchse der Pandora geöffnet ist, musst du letztendlich logische Schritte vollziehen. Und jetzt haben wir das Problem, wenn man so will, und das ist vielleicht mittelfristig ein Problem auch für die Aktienmärkte, die Renditen für Staatsanleihen steigen relativ deutlich. Die 10-jährige Staatsanleihe gestern dann schon oder heute Nacht schon bei 1,10%. Das geht alles sehr schnell, wenn das so weitergeht. Huiuiui. Also muss die Fed jetzt den nächsten Schritt wahrscheinlich machen. Denn wir sehen, dass sich die Zinskurve sehr, sehr stark versteilt, ein bisschen zu stark. Deswegen wird es wahrscheinlich bald eine sogenannte Yield Curve Control geben. Das heißt, die Fed manipuliert dann auch die Renditedifferenzen zwischen kürzer laufenden Staatsanleihen und länger laufenden Staatsanleihen. Also die nächste Manipulation, die nächste Geschichte, die hier wieder gemanagt werden muss. Und das ist übrigens jetzt ein interessanter Punkt. Warum eigentlich fällt der Dollar nicht mehr, obwohl die Aktienmärkte weiter in Euphorie sind? Nun, wenn die Renditen steigen in den USA, dann wird eine Investition in eben diese Renditen tendenziell ja interessanter, denn ich kriege mehr Rendite für den Kauf einer solchen Staatsanleihe und das bedeutet, dass dann eben aus dem Ausland teilweise auch wieder Geldströme in den Dollarraum kommen. Das ist also der Punkt, der bisher ja vor allem für den Kauf von US-Aktien gesprochen hat, wie Lisa Abramovic hier zeigt, weil eben die Bewertung des S&P Dividendenrendite etc. im Vergleich dazu ja noch einigermaßen okay ist, aber wenn eben dann jetzt die Renditen steigen, würde sich das Spiel ändern, also kann die Fed es nicht sich leisten, dieses Spiel weiterspielen zu lassen, denn wenn die Renditen steigen, dann wird diese extreme Schuldenlast, die die Amerikaner angehäuft haben, eben nicht mehr finanzierbar. Und wir sehen dann die Exzesse eben dessen, was da passiert, zum Beispiel bei Tesla. Trillionaires für Dummies, Billionäre für Dumme. Wie mache ich das? Ich gründe eine Firma. Ich sichere mir 40% der Anteile an der Firma, lasse 60% am freien Markt handeln. Ich versuche den Aktienkurs nach oben zu pushen, genau das ist passiert. Move Stock to Infinity, Create Earnings, tu so, als würdest du Gewinne einfahren oder versuch ein bisschen den Anschein zu erwecken, dann kommst du in den S&P 500, dann hast du die Logik, dass die passiven Investoren über ETFs investieren müssen und dann holst du dir Geld zurück, indem du Kapitalerhöhungen machst, also neue Aktien ausgibst und so ist Elon Musk zum reichsten Mann der Welt aufgestiegen, gestern vor Jeff Bezos und wir sehen hier mal, das bringt vielleicht so diese Blasensituation auf den Punkt, wie viel Bitcoins bräuchte man, um 100 Tesla-Aktien zu kaufen, finde ich extrem spannend, diese Grafik. Und hier sehen wir, ja, es sind jetzt immer weniger Bitcoins, die man kaufen muss, obwohl auch Tesla ja parabolisch nach oben geht. Bitcoin heute Nacht über 40.000 Dollar dann zurückgekommen. Da sehen wir aber eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Also möglicherweise wird da Unheil kommen für Tesla oder Bitcoin weiter steigen. Das würde zumindest dieser Chart nahelegen. Wenn wir uns mal zurückerinnern, wie war es denn in den Ende der 90er Jahre? Auch eine ähnliche Euphorie und wir sehen da Old and New Economies wie da die Price-Earnings-Ratios, also die Kurs-Gewinn-Verhältnisse plötzlich abgedriftet sind. Was man dann hat in solchen Situationen, in solchen Blasen, sind eben parabolische Charts nach oben, wie wir sie im Tesla-Chart gesehen haben, wie wir sie jetzt hier sehen. Und jetzt kommen wir nochmal zum Pakt mit dem Teufel, in Anführungszeichen. Ich will jetzt Trump nicht als Teufel bezeichnen, aber es ist auf jeden Fall etwas gewesen, was die Republikaner jetzt erstmal jahrelang aus dem Rennen werfen dürfte, denn wir haben faktisch schon eine Spaltung zwischen loyalen Trump-Anhängern, die sagen, alles, was der macht, ist gut und wir haben einen Teil der Republikaner, die sagt, das hat gezeigt, was da im Kapitol passiert ist, wie wir uns mit dem Mephisto, mit dem Teufel verbunden haben, dann kommt so etwas raus, wir müssen uns distanzieren, viele sind zurückgetreten, viele haben sich von Trump distanziert und das wird für die Republikaner bedeuten, dass es schwierig wird, in Zukunft überhaupt noch die Demokraten zu gefährden, denn die Trump-Anhänger werden weiter Trump wählen. Ich denke, der wird bald eine eigene Partei machen, es wird eine Spaltung geben, damit werden sich die Republikaner, die sich kurzfristig Vorteile von Trump versprochen haben, praktisch bestraft für diesen Pakt mit Trump und wir sehen jetzt, dass eben dann diese Spaltung jetzt schon passiert. Es gibt viele, die sich von Trump jetzt komplett distanzieren. Das war vorher nicht der Fall. Andere bleiben Trump loyal. Das heißt, den Republikanern werden Stimmen fehlen, denn die Trump-Loyalen sagen, ihr seid Verräter, die ihr die Wahl anerkannt habt, Mitch McConnell und Konsorten. Und für die anderen ist Trump No-Go. Das reduziert die Wahlchancen der Republikaner. Und damit haben wir faktisch dann absehbar erstmal die Herrschaft der Demokraten. Damit haben wir dann wiederum MMT und damit haben wir einen anderen Teufel, der hier
dann eine Rolle spielen wird. Hier sehen wir den Tod der Frau übrigens hier im Kapitol. Der Polizist, der da geschossen hat, das sah alles andere aus als in Notwehr, ist jetzt erstmal vom Dienst suspendiert worden und ist ein weiterer Polizist jetzt tot, der sich verletzt hatte bei diesen Ausschreitungen. Donald Trumps erste Mal auf Twitter hat diese Geschichten jetzt verurteilt, etwas später. Er hat dann auch gesagt, ich habe sofort die Nationalgarde gerufen, es ist falsch, nachweislich falsch. Klare, zahlreiche Quellen sagen, die haben lange versucht, auf Trump einzuwirken, der wollte es nicht, erst sehr, sehr spät hat er es dann gemacht, sehr, sehr spät auch diese Erklärung gemacht. Jetzt hat er in diesem Video, das er hier auf Twitter wieder posten konnte, gesagt, das ist erst der Anfang, meine Lieben. Also das ist sozusagen jetzt wahrscheinlich der Beginn der Trump-Partei, den wir sehen. Hier Josef Brabel hat da diese Spaltung der Republikaner nochmal klar auf den Punkt gebracht. Josef Brabel, einer der führenden Experten für US-Politik. Und wir haben eben jetzt den neuen Pakt mit dem Teufel, nämlich jetzt die unbegrenzte fiskalische Stimulierung. Wo soll das enden? Jetzt will man offenkundig 3 Billionen Tax and Infrastructure Package schnüren, also möglicherweise Investitionen in die Infrastruktur, neue Verschuldung, nochmal $2000 für die Amerikaner. Also es wird immer endloser, immer uferloser. Was ist die Alternative dazu? Ich bin durchaus dafür, dass man Firmen hilft, zum Beispiel die jetzt ohne eigenes Verschulden in Notlage gekommen ist. Ich bin aber nicht dafür, dass man permanente zum Beispiel QI betreibt, was den Leuten faktisch nicht hilft, sondern nur den Staat hilft, sich unbegrenzt zu verschulden. Lass doch einfach die Märkte wieder agieren, dann könnten wir Risiken unterscheiden, dann hätten wir Bewertungsmaßstäbe wieder, das ist gesund, wenn wir diese Bewertungsmaßstäbe und Risikoparameter abschaffen, dann sehen wir eben Dinge, die völlig eskalieren. Wir haben praktisch also das Gegenteil von Crash, eben einen Aufwärtscrash, und das ist ebenso gefährlich, denn das ist nicht nachhaltig, kann nicht nachhaltig sein und wird schiefgehen. Was haben wir noch gestern hier? Sektor Performance beim S&P 500, New Utilities, also Versorger und Consumer Staples, nicht gut gelaufen, Information Technology am stärksten gestiegen, obwohl die Renditen deutlich gestiegen sind, vor allem Finanzwerte wieder, also das übliche Spiel, das wir sehen. Heute kommen die US-Arbeitsmarktdaten. Und 27% der Analysten sagen, das wird eine negative Zahl, wird also ein Minus davor. Wir hatten ja am Mittwoch den ADP, der war negativ mit 123.000 Stellen. Gestern die Erstanträge ein Ticken besser. Das wird heute ein interessanter Punkt. Und interessant auch, dass sich die Daten zur Handelsbilanz zwischen den USA und China deutlich unterscheiden. Die Chinesen melden ja Exporte in die USA und Importe aus den USA. Und die Amerikaner Importe aus China und Exporte nach China. Und wir sehen, die Zahlen unterscheiden sich erheblich. Also einer lügt, einer sagt hier falsche Zahlen. Vielleicht gucken wir da mal in Richtung Peking, halte ich für wahrscheinlicher, als hier nach Washington zu gucken. Das soll es erstmal gewesen sein. Der Pakt mit dem Teufel, es macht dir unglaublich viel Spaß. Es bringt Vorteile, bis es dann eben die Nachteile gibt. Die sind dann weniger schön. Jetzt erstmal einen wunderbaren Start in den Tag. Und ich bedanke mich absolut herzlich für die vielen Kommentare, vielen netten, sehr, sehr angenehmen Worte auf das Video gestern Abend, das Marktgeflüster, wirklich ganz, ganz toll. Es ist keine Rechtfertigung. Ich glaube, das bringt es nicht auf den Punkt. Das ist eine Erklärung, denn es gab jetzt in 2020 viele, die neu dazugekommen sind, das vielleicht noch nicht so wirklich einordnen können, was ich eigentlich mit diesen Videos will. Also eher Erklärung als Rechtfertigung. Aber sei es drum, jetzt wünsche ich einen wunderbaren Tag und sage euch Danke, Servus und Ciao.